Einmal gebrutzelte Sardine, bitte. Ja, hallo meine lieben SpongeBob-Freunde. Wir sind wieder da im schönen Bikini Bottom in der Innenstadt. Ja, nachdem wir hier den tollen Leuchtturm da erledigt haben, ne? Ihr wisst, jetzt heißt es weiter feuchtfröhlich auf die Suche gehen, was jetzt hier die Lenkräder angeht, die Steuerräder, Entschuldigung. Ja, das werden wir jetzt mal schön brav machen. Bop. Bop. Nimm das. Oh, Attacke! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, tust du das, Spongy? Oh. So, ja. Tada! Auf geht's, los geht's. Da bist du ja, Minion. Jemand hat die Seenadel beschädigt. Das ist ja schrecklich. Die Seenadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tikis hier bei der Seenadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon, SpongeBob, Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein, und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs. Ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Wie die Krawatte da einfach vor sich hin flattert. Ja, auf geht's, los geht's. Von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. What the hell sind Ameisenfische? Hui! Gott, ist gar nicht mal so einfach hier. Vor allem, wenn die sich auch noch bewegen. Oh, wie funkelnd. Och komm. Ja, da drüben müssen wir noch hin. Oh, wir haben alle. Wir haben alle. Sehr schön. Upa. Achtung, Tartarensoße im Anmarsch. Tartarensoße. Wie schrecklich. Hui. Haha, nicht getroffen. Oh, lol. Aua! Da drüben. Warum bewegt es sich denn? Boing, hallo. Ey, Tikis, seid brav. Kommt her zu mir. Ach komm, das gibt's doch nicht. Oh, wirklich diese verdattelten Tikis hier. SpongeBob, hol dich. Ach komm, hallo. Oh, ich brauche den Pfannenwender. Ach, gibt's doch nicht.
Wie schnell ist das Ding denn? Oh, SpongeBob ist doch gut. Boing. Haben wir's? Ja, hat ja auch nur eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Ich hab keine Höhenangst. Oh. Verdammt. Ich hab keine Höhenangst. Oh Gott. Au. Oh, aua. Nee. Diese komischen Gewitterdinger hier, kommt auf, los. Tut es, was euch aufgetragen wurde. Aua. Wir schwingen uns hier so langsam aber sicher aus. Ja. Na, geht doch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Pop. Gute Arbeit, Minion. Hier ist der goldene Pfannenwender, genau wie versprochen. So, dann können wir ja wieder runter, gell? Obwohl. Haben wir da eventuell... Warte mal, da müssen wir nochmal Cookie machen. Lucky. Ah, Lucky, Ratzeputz und so, ne? Aus dem Weg! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Aha, sag ich doch. Es glänzt. So. Ha. Nennt mich auch Schwamminator. Schwamminator. So. Um wohl oder übel an die restlichen, wie heißt so schön, Steuerräder zu kommen, müssen wir wohl unsere liebe Freundin Sandy zur Hilfe holen. Wo haben wir denn jetzt... Der war doch noch irgendwo da auf so einem komischen Schiffsgedöns da. Wo war denn das jetzt? Hallo? Ach, da drüben. Ja, kein Wunder, dass das nichts wird. Nimm das. Leg dich niemals mit Texas an. Immer volle Kanne. Hier ist es doch. Mein Gott, wir sind einfach dran vorbeigelatscht. So, da drüben ist noch eins. Das holen wir mal. Oh. Da macht es. Fuck. Oh, schnell weg. Ah. Aua! Oh!
Okay, Gott sei Dank, keinen Schaden bekommen. So, ein Steuerrad fehlt uns noch. Das müsste... Warte. Soweit ich mich entsinne... Müsste ich... Ja, natürlich passen wir da nicht durch. So. Ich mache mal noch platt. Da oben ist es. Da oben. Wir haben alle Lenkräder. Jawollo. So. Hoppa, hoppa. So, dann holen wir jetzt nochmal SpongeBob. Wieso ist das eigentlich noch nicht freigeschaltet? Es geht doch nichts über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Die Ultra Mega Super Duper Combo. Huch. Hui. Einmal durch die Stadt. Ich bin rolltastisch. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück. Drück. Oh. Ojo, wo ich gehe. Da kommen wir doch auch nur mit der Sandy hin. Oh. SpongeBob, ich bin beeindruckt. Wie hast du sie... Naja, da waren diese Roboter. Ich habe Sandy getroffen und da war der Leuchtturm. Okay, entschuldige, dass ich gefragt habe. Hier ist der goldene Pfannenwender, den ich dir versprochen habe. Danke, Mrs. Puff. Und jetzt helfe ich bei der Evakuierung. Aber SpongeBob, du hast doch keinen Führerschein. Hab ich nicht? Nein, hast du nicht. Ist das so? Und was ist das hier dann? Das Bild da drauf. Ein Büchereiausweis. Oh. Ja, Spongy, musst du dich halt mal ein bisschen mehr anstrengen in der Fahrschule. So, dann auch nochmal Sandy holen. Weil den einen Funwender, den würde ich schon noch gerne mitnehmen. So. Sandy, oh Sandy. So, weil ich mich entsinne, da hinten war doch, glaube ich, noch eine Söcke. Ja, eine Söcke. Oh lol. Na, schaffen wir das? Ja. Das schaffen wir. So, dann können wir wieder zurückreisen und zum nächsten Abschnitt hier bei SpongeBob zu kommen.
Oh. Ach komm, wir gehen mal zu Mr. Krabs und holen uns mal einen Pfannenwender, wenn wir schon genug Kohle haben. Du willst also glänzende Objekte gegen einen goldenen Pfannenwender? Ja, unbedingt. Das ist hochqualitative Handwerkskunst. So, wo geht's denn jetzt als nächstes hin? Können wir eigentlich mittlerweile neue Blasen-Moves lernen? Vergiss nicht, um Roboter und Tikis zu besiegen, die direkt über dir sind, musst du diese Taste drücken. Wow, super. Ich habe jetzt gedacht, wir können mal was Neues lernen, aber nein. Da müssen wir noch nicht hin. So, wir haben jetzt das da, wir haben das da, dann können wir jetzt hier zu Gulagune. Und was sagt Patrick? Hast du meine Socken schon gefunden? Hast du meine Socken noch schon nicht, gefunden? Patrick. Oh, haben sie dich gefunden? Ja, die stinkenden Socken. Bei Thaddeus waren wir schon. Ja. Dann auf zur Gulagune, würde ich sagen. Auf und davon. Ein sonniger Strand aus Schlamm am Meeresgrund. Aber hier im Paradies ist nicht alles gut. Geschenke öffnen ist klasse. Weg da, du Schinkentyp. Oh, hoppala. Muschelkreck. Wirklich das bisschen? Ja, genau. Ja. Macht Sinn. Ich wohne im Wasser und, ne? Das. SpongeBob verträgt kein Wasser, kann nicht schwimmen gehen. Macht gar keinen Sinn. Einmal gebrutzelte Sardine, bitte. Oh, Schirm, hallo. Geh weiter, danke. SpongeBob, sehe ich verbrannt aus? Du bist schon etwas rot. Algenkotze, dieser verdammte Roboter. Roboter? Ja, ein großer Roboter hat allen die Sonnencreme geklaut. Oh nein, jetzt bekommen alle einen Sonnenbrand und dann pellt sich ihre Haut. Genau, ohne Sonnencreme kann man keinen Tag am Strand verbringen. Die Sonne ist viel zu heiß. Der Roboter ist draußen auf der Insel. Da kommt keiner hin. SpongeBob, vielleicht kannst du diese Sonnenreflektoren benutzen, um das Sonnenlicht auf den Roboter zu lenken. Wenn du einen der Schalter an den Strandwärterhäuschen triffst, dreht sich der Reflektor. Verbindest du alle Häuschen, dann strahlt das Licht geradewegs zum großen Reflektor auf der Insel. Dann musst du nur noch zur Insel schwimmen und den großen Reflektor auf den Roboter ausrichten. Ich bleib hier und passe auf die Strandmiezen auf. Aber ich kann nicht schwimmen. Na, das klingt ja sehr spannend. So, wo ist denn jetzt hier der erste? Da. So, dann wollen wir mal die Dinger da ausrichten. Hä? Ach, da drüben müssen wir hin. Hoppala.
Oh, diese 50-50 Chancen, Alter. Na, war das richtig? Oh, wir haben direkt bei den richtigen erwischt. Das ist ja schön. So, das hatten wir, das hatten wir. Jetzt müssen wir hier rüber. Oh. Roboter. Den habe ich verstanden. Alles Roboter. So, Mega Schwombo Combo. Da, verdammt. Ja, ja, jetzt müssen wir irgendwie darüber. Na super. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Schinken. Ach, jetzt müssen wir hier mit Patrick weitermachen. Oh nö. Noch mal ein paar Roboter klatschen. Da ist Gary, nicht Gary, na, hier Larry, Gary, Ferry, Perry. Unser Sneaker-Typ. Nein, das wird eng. Das machen wir nicht. Jo. Der Kinder sind zu voll gemacht worden. Sie tragen die Kinder davon. Ich weiß nicht, Mrs. Puff. Ich finde, es sieht aus, als hätten sie Spaß. Ja, zu viel Spaß, wenn du mich fragst. Du kannst die Kinder retten, indem du die Ballons durch Blasenschläge platzen lässt. Zerstöre alle Ballons mit Blasenschlägen, dann gebe ich dir eine Belohnung. Wird erledigt, Mrs. Puff. Na, wie wär's mal mit dem Führerschein, Mrs. Puff? Hup. Ja, gut, Freunde. Ich würde sagen, das mit den Kindern und da mit Patrick weiterzumachen, um da rüber zu kommen, um den letzten Reflektor darüber zu werfen, würde ich sagen, machen wir in einer neuen Folge hier bei SpongeBob. Und somit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns hier wieder zurück in der Gulagune in einer neuen Folge. Bis dahin.